Ja, das heißt, wir sind ja eingereist eigentlich und haben gewusst, dass wir ein schwieriges Spiel. Wir haben eigentlich Schwierigkeit gehabt, in das 18-Spiel überhaupt zu kommen. Wir haben eigentlich uns zu wenig bewegt. Die ein oder andere Spieler hat vielleicht gedacht, dass wir da einfache Aufgaben. Ich habe gewusst, was von den Bitburger kommen wird, dass die versuchen eigentlich mit dem gut umschalten Spiel und mit dem Spielersieger eigentlich einfach nach vorne Druck zu machen und durch die Einzelaktion eigentlich andere Spieler in die Szene zu setzen. Da haben die eigentlich wirklich gut gemacht und die erste Halbzeit eigentlich war das klar und deutlich geht an die Wittburger, verdient in Führung gegangen. Vielleicht könnte auch Ergebnis anders ausgehen, sogar mit 2-3-0. In der Halbzeit eigentlich habe ich Jungs gesagt, so geht nichts mehr. Klare und deutliche Worte gesagt, haben wir eigentlich Umstellung gemacht, eigentlich System haben wir umgestellt und dann zweite Halbzeit hat meine Mannschaft alles getan, hat sie gewehrt, dann haben wir drei Pfostentreffer gehabt, zwei, drei Chancen von der Linie wurde geklärt, daher eigentlich, meine Meinung wäre, mindestens einen Punkt verdient aufgrund von der zweiten Halbzeit, aber trotz allem sind unsere Schwäche eigentlich dieses Jahr, wir haben am wenigsten Tore geschossen, 10 und ich glaube, wir sind die einzige Mannschaft, dass wir kein Tor geschossen haben gegen Neu, wenn ich mich erinnern kann. Und daher eigentlich Glückwunsch an Bitburg. Und wir müssen wieder aufstehen und werden versuchen, am Samstag gegen Pferdestein die 3 Punkte einzufahren. Viel Glück.